Herzlichen Dank für die Einladung hier von der Ruhr-Universität Bochum nach Dortmund an die Nachbaruniversität. Mein Name ist Carsten Bender. Wir hatten es gerade darauf geeinigt, wir sagen zwei, drei Sätze nochmal, weil das heute oft zum guten Ton ist, wenn es um Barrierefreiheit und Inklusion geht. Für die, die uns vielleicht nicht wahrnehmen oder Probleme haben, einzuordnen. Also mich spricht man männlich mit er, ihm an. Wenn man mich sieht, sieht man, dass ich vielleicht so ungefähr aussehe, als ob ich so Mitte 40 sein könnte, was auch meinem tatsächlichen Alter unterspricht. Leichter Kinnbart, wo es auch schon immer hier und da ein weißes Barthärchen gibt. Gerade haben wir nochmal diskutiert, welche Farbe mein Hemd hat. Das ist nicht eindeutig zu sagen. Grau, beige, grün in die Richtung, irgendein Ton. Und sozusagen, was man mir auch ansieht, ich glaube, bezüglich bestimmt auch, aber wenn man mich persönlich trifft, dass irgendwie was mit meinen Augen an nicht zu stimmen scheint, was viele als Hinweis darauf werten, dass ich irgendwie wohl schlecht sehe. Und wenn man das als Hinweis wertet, ist das der richtige Hinweis. Also ich bin hochgradig sehbehindert und nutze sozusagen schon hier am Computer auch eine Sprachausgabe und Screenreader. Sozusagen das zu meiner Person. Bevor ich dann inhaltlich einsteige, würde ich nochmal an dich weitergeben, Anne, dass du auch kurz Ja, zwei, drei vielen Sätze. Dank. Ja, genau, vielen Dank. Ich freue mich genauso und bin gespannt auf die Sitzung. Ich bin eben die zweite im Bunde von Dobus. Anne Haag ist mein Name, sie, ihr, meine Pronomen. Und meine Beschreibung wäre tatsächlich, also ich bin schon etwas älter, Mitte 60, habe dementsprechend graue Haare und auch eine Brille. Die ich dann wirklich auch eine Computerbrille sozusagen, die ich auf jeden Fall brauche und bin eher casual angezogen. Also ich habe ein gestreiftes T-Shirt an. Genau, mehr würde mir jetzt tatsächlich zu meiner Beschreibung nicht einfallen. Und dann fange ich mal an, den Bildschirm zu teilen. So, kleinen Moment, das muss man ja wie immer hier nochmal einrichten. Jetzt ist natürlich da, zack. Und wir werden uns abwechseln in dem Vortrag heute. Sagen, den Einstieg würde ich nur mal machen für diejenigen, weil jetzt immer schon, ja, wir kommen von Dobus. Also wer ist Dobus? Wie gesagt, Dobus ist eine Abteilung im Zentrum für Hochschulbildung einer Technischen Universität in Dortmund. Sozusagen die Vorläufer von diesem Bereich Behinderungsstudium gibt es schon seit über 40 Jahren. Arbeiten wir eigentlich hier an der TU Dortmund zu dem Thema, wie können Menschen oder Studierende mit Behinderung chancengleich und gleichberechtigt an der TU Dortmund studieren. Und sagen, da gibt es eine Reihe von Unterstützungsangeboten, die sich an die Studierenden richten, Beratungsangebote, Angebote für Umsetzung von Medien, Nutzung von Hilfsmitteln und so weiter. Wir ersetzen aber sozusagen, wollen nicht auf der Ebene der einzelnen Studierenden stehen bleiben, sondern haben immer auch parallel einen Blick darauf, wenn wir im Kontakt zu Studierenden haben, welche strukturellen Barrieren, Teilhabehindernisse gibt es und sozusagen sind dann gleichzeitig auch immer bemüht, Barrieren und Strukturen bei uns und Benachteiligungen auf struktureller Ebene abzubauen. Früher war das oft ein Thema im Bereich des Bauens und vielleicht auch noch in der Hochschuldidaktik und zu dem Thema von heute überzuleiten. Mit der zunehmenden Digitalisierung, sozusagen auch im Bereich der Lehre, geht es natürlich auch darum, Studierende individuell, sagen auch einer Teilhabe an digitaler Lehre zu unterstützen, aber auch, und das ist das große Thema, mit einer Hochschule darauf hinzuwirken, dass die digitale Lehre und die Tools und die Art und Weise, wie wir das betreiben, möglichst barrierefrei ist. Das machen wir sozusagen in der Praxis, weil wir Teil der zentralen wissenschaftlichen Einrichtung sind, haben wir das Glück, dass wir uns auch immer an verschiedenen Forschungsprojekten beteiligen können. Zwei, zum Beispiel hier Degree und K4D, sind im Rahmen von der Qualitätsoffensive Lehrerbildung gefördert, wo wir sozusagen einzelne Lern-Lehr-Settings nochmal barrierefrei weiterentwickeln können, Umfragen machen können. Und im Kompetenzzentrum Digitale Barrierefreiheit NRW ist eher nochmal das Thema, dass wir probieren, andere Hochschulen dabei zu unterstützen, ebenfalls sich hinsichtlich digitaler Barrierefreiheit weiterzuentwickeln. Und diese zwei Ebenen haben wir Ihnen heute auch für den Vortrag mitgebracht. Einerseits so unsere Erfahrung aus unserer Arbeit an der TU Dortmund und aber auch Einblicke aus diesen verschiedenen Projekten, die wir in den letzten Jahren durchgeführt haben, beziehungsweise aktuell durchführen. Kannst du auf die nächste Folie gerne gehen, Anne?
Was erwartet Sie heute? Also, es erwartet Sie heute ein bisschen eben Einblicke, Erfahrungen in diesen verschiedenen, also erstmal, Entschuldigung, war ich zu schnell, ein Dreischritt. Wir machen so Kriterium, digitale Barrierefreiheit, gute Lehre. Haben wir sozusagen drei kurze sozusagen Ansatzpunkte nochmal mitgebracht, wo wir das einordnen würden. Dann sozusagen Einblicke, Erfahrungen in diese Projekte, in unsere Arbeit an der TU Dortmund und dann nochmal so ein, wo wir gerne eigentlich mitarbeiten, ist der sogenannte Lösungsraum für Teilhabe an Bildung. Das ist so eine Systematik, wo man sozusagen die verschiedenen Ebenen, die man unserer Ansicht nach berücksichtigen kann, wir Ihnen nochmal nahebringen. Und am Ende nochmal so ein bisschen vielleicht auch, wo Sie dann weiter denken können für Ihre Arbeit, sozusagen Konsequenzen für digitale Lehre. Welche Personen haben denn sozusagen auf welcher Ebene sollten das Thema im Blick behalten? Das ist sozusagen, wir bieten Rahmen, wir teilen Erfahrung, geben Orientierung. Was wir nicht machen werden, ist, keine Ahnung, wenn Sie eine barrierefreie Präsentation machen wollen, müssen Sie A klicken, B und da drücken. Das sind dann sozusagen Themen, die Sie dann an anderer Stelle vertiefen können. Aber wir glauben oder hoffen, dass sozusagen ein bisschen Erfahrung teilen und einen Rahmen geben Ihnen auch weiterhilft. Dann gehen wir auf die nächste Folie, wo ich gar nicht mehr so viel sagen will, eigentlich eher das Fazit Ihnen mitgeben würde. Heutzutage also ist ein normativer Rahmen, worum wir uns an der Hochschule mit barrierefreie digitale Hochschullehre beschäftigen müssen, der ist einfach gegeben, könnte man jetzt unterschiedlich und differenziert begründen. Letztendlich gibt es eine UN-Behindertenrechtskonvention, wo auch sozusagen die Menschenrechte für Menschen mit Behinderung dargelegt sind, auch für das Menschenrecht an Teilhabe an Bildung, was ausdrücklich auch für den Hochschulkontext gilt. Und auf dieser Ebene sind wir als Hochschule in der Pflicht, Studierenden mit Behinderung, chronischen Erkrankungen ein chancengleiches und gleichberechtigte Teilhabe an Bildung zu gewährleisten. Entweder sagt die UNBRK, muss es barrierefrei sein, oder wenn es nicht barrierefrei ist, müssen wir mit angemessenen Vorkehrungen reagieren. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Zusätzlich gibt es sozusagen verschiedene gesetzliche Verpflichtungen für öffentliche Einrichtungen, dass wir digitale Angebote im Sinne bestimmter Vorgaben barrierefrei machen müssen, die für uns auch gelten. Was im Fazit auch bedeutet eigentlich, dass wir in der Lehre, wenn wir digitale Lehre machen müssen, in der Pflicht sind, das weitestgehend und weitestgehend heißt, soweit es die Technik und ich würde ergänzen, da die Didaktik das erlaubt, barrierefrei zu machen. Genau. Das ist sozusagen der rechtliche Rahmen. Wen es interessiert, kann man irgendwie das verschiedenen Stellen nachlesen. Ich würde aber jetzt mal an Anne weitergeben, um sagen, ja, wir müssen es, aber worum es auch neben dem, dass es gesetzlich gefordert ist, auch vielleicht sinnvoll sein könnte, aus sagen, einer hochschuldidaktischen oder didaktischen Perspektive Ja, Barrierefreiheit zu berücksichtigen. genau. Also wir halten es und wir sind da, glaube ich, nicht die Einzigen, sozusagen auch tatsächlich Barrierefreiheit für tatsächlich ein Qualitätskriterium guter Lehre. Da haben wir als Beispiele sozusagen aus der Charta guter Lehre vom Stifterverband der deutschen Wissenschaft mal einfach ein paar Zitate aufgefüllt. Also natürlich ist es sozusagen der Umgang mit der Diversität quasi ein wichtiges Kriterium von guter Lehre, ne? Also es ist in der Verantwortung der Lehrenden liegt, eben die Heterogenität der Studierenden in die Gestaltung der Lehre konstruktiv einzubringen. Und die Studierenden den Mehrwert der Arbeit in divers zusammengesetzten Teams erfahren zu lassen und dass sich eben Lehrende auch tatsächlich für den Lernerfolg aller Studierenden sozusagen mitverantwortlich fühlen sollen und sie auf ihrem individuellen Bildungsweg auch begleiten. Und dazu gehört Barrierefreiheit. Barrierefreiheit ist tatsächlich eine Bedingung quasi, um wirklich allen Studierenden gleichberechtigte Teilnahme zu ermöglichen. Das gilt unserer Meinung nach auch nicht nur für Studierende mit Behinderung, ist aber für Studierende mit Behinderung eben tatsächlich eine Notwendigkeit. Aber wir glauben, dass davon eben auch viele andere auch profitieren können. Also meine Kollegin
Levke Wilkens hat in diesem genannten Forschungsprojekt Degree mal eine Umfrage gemacht in der Lehrerbildung und Studierende mit und ohne Behinderung gefragt, sozusagen nach bestimmten Regeln, Kriterien, was Barrierefreiheit angeht, also was weiß ich, schnelle Auffindbarkeit, einheitliche Navigation, gute Lesbarkeit und sowas. Und da gab es eine relativ hohe Übereinstimmung, dass das für alle quasi auch als Gewinn empfunden wird. Die dritte Perspektive ist, dass wir eben auch denken, dass tatsächlich digitale Medien quasi ein großes Potenzial haben, die Hochschule auch für bisher benachteiligte Gruppen und zu öffnen. Da kann, glaube ich, auch ein Blick auf die Lehrerbildung helfen. Also in der Lehrerbildung wird davon auch sehr viel drüber geredet. Und Lea Schulz, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ist im Bereich quasi inklusive Bildung, inklusive Medienbildung eigentlich relativ aktiv unterwegs. Sie hat den Begriff Deklusion entwickelt, den ich eigentlich gar nicht so schlecht finde. Also sie will damit ausdrücken, dass eben Inklusion und Digitalisierung nicht als getrennte Anforderungen nebeneinander betrachtet werden sollten, sondern beide Begriffe tatsächlich irgendwie zu koppeln, beide Anforderungen zu koppeln, um dieses Potenzial für gleichberechtigte Teilhabe auch auszuschöpfen. Also wenn man das gemeinsam denkt, ne, Anforderungen an Inklusion und Digitalisierung, dann geht es eben darum, die Chancen von digitalen Medien für gleichberechtigte Teilhabe an Bildung zu erkennen und auch die assistiven Funktionen, die Medien hat, auch wirklich gut zu nutzen und dadurch eben auch passgenaue Lernumgebung zu schaffen für die Studierenden in den jeweiligen Seminaren sozusagen, ne? Und die Zielperspektive ist eben, dass inklusiv digitale Bildung auch zum Teil der Lernkultur wird. Also unsere Überzeugung, unsere Erfahrung ist, dass digitale Medien tatsächlich es ermöglichen, grundsätzlich ermöglichen, Lerninhalte und Aktivitäten in der Form anzubieten, dass es eben auch den eigenen Bedarfen und Vorlieben entspricht. Das ist aber zum Teil auch noch ungehobenes Potenzial und zum Teil können das auch nicht alle digitalen Medien und Tools einlösen. Dazu können wir vielleicht auch ein paar Forschungsergebnisse sagen und aus unserer Praxis und aus der Forschung sozusagen ein paar Erkenntnisse einführen. Wo ich mal wieder Carsten, übernehme, wie genau. genau, eben die drei Ebenen, die wir vorgestellt haben, sind ja so Perspektiven, Überzeugung, fragt sich oder ist ein bisschen die Frage, wie, inwiefern bestätigt sozusagen die Praxis das? Und ein Feld, was Sie alle wissen, was man heute an so einem schönen Sommertag ja schon fast vergessen hat, ist aber dieses Thema, dass wir sozusagen alle die Lehre massiv auf digitale Lehre umstellen mussten während der Corona-Zeit. Und da haben sozusagen waren wir, wie noch andere Kollegen auch von anderen Hochschulen, haben irgendwie uns gefragt, ja, inwiefern können denn Studierende mit Behinderung, gesundheitlicher Beeinträchtigung in dieser sozusagen ad hoc umgestellten digitalen Lehre partizipieren oder noch mehr, was sich dann gezeigt hat, zeigen sich sogar gewisse Vorteile. Und da haben wir selber eine kleine Befragung mit Studierenden unserer Hochschule durchgeführt, aber wir haben jetzt hier in der Präsentation für Sie auch noch sozusagen eher so ein bisschen auch Erkenntnisse einbezogen von anderen Studien, die sehen jeweils die Quellen gleich auf den Folien, die ähnliche Befragungen gemacht haben, um sozusagen eben entsprechend ihrer Ausgangsfragestellung hier dieses ganzen Nachmittagsveranstaltung ein bisschen Vor- und Nachteile digitaler Lehre für Menschen mit Behinderung, mit chronischen Erkrankungen, Studierende herauszustellen. Na, hier schon mal ein bisschen zusammenfassend so ein paar Erkenntnisse, eher auf der positiven Seite. So eine Erkenntnis ist, dass digitale Medien, wie Anna das gerade schon sagte, auch aus Erfahrung, auf diesem Erfahrung, bessere inklusive Teilhabe an Lernen ermöglichen. Auch jetzt im Anschluss, auch die Erkenntnisse, die über diese Corona-Zeit herausgehen, sozusagen wird es eher als Potenzial gesehen. Ne? Klassische analoge Lehre, hybride Lehre, digitale Lehre, sozusagen ist eher so ein bisschen der Eindruck, die Erkenntnis, dass der Möglichkeitsraum, um sozusagen Teilhabe an den verschiedenen, an der Bildung zu ermöglichen, sozusagen nochmal erweitert. Genau, eben,
Lehrzeitmaterialien frühzeitig zugänglich machen, ist sozusagen auch die Möglichkeit, wenn man mehr digitale Plattformen nutzt, Lernmaterialien digital zur Verfügung stellt. Und sozusagen, was ja auch deutlich zugenommen hat oder was es mehr Möglichkeiten gibt an den Hochschulen, dass digitale Tools zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden würden und die auch durchaus gewisse Vorteile mit sich bringen. Jetzt in den nächsten Folien würde ich zu all den Punkten nochmal ein bisschen differenzierter was sagen. Wie auf der nächsten Folie sozusagen sind mal Vorteile beschrieben, die sich letztendlich mal unter die also empirische Erkenntnisse von den Befragungen während der Pandemiezeit, die letztendlich nochmal ein bisschen hervorheben, dass die räumliche und zeitliche Unabhängigkeit digitaler Lehre gerade für, also für alle, aber auch insbesondere für Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, mit Behinderung, doch ein großer Vorteil sein kann. Gerade Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen haben manchmal, das heißt, sie müssen Dialyse wahrnehmen, Physiotherapie, Psychotherapie, also Assistenz organisieren, sind noch mal höher zeitlich eingebunden als andere Studierende. Und dann gerade die zeitliche Flexibilität, die gerade asynchrone Anteile in der Lehre mit sich bringen oder eine ganz auf asynchron umgestellte Lehre, ist diesen Studierenden noch mal, haben uns rückgemeldet und auch in den Befragungen besonders entgegenkommt. Und auch wenn man im asynchrone Anteile hat oder sozusagen im Sinne hybrider Lehre Sachen auch nochmal zeitlich versetzt im Nachgang arbeiten kann, kommt das natürlich den Studierenden, die krankheitsbedingt Ausfallzeit hatten, auch sehr entgegen. Für manche Studierende ist sozusagen vielleicht gar nicht so sehr in die Teilnahme an der Lehrveranstaltung im Hörsaal, im Seminarraum das Problem, aber der Weg zur Hochschule hin, der möglicherweise nicht barrierefrei ist, der schon viel Energie kostet, der schwierig ist, sozusagen die Barriere. Und wenn man von zu Hause bestimmte Teile der Lehre irgendwie absolvieren kann, ist das sozusagen die Erleichterung, sozusagen für diese Personengruppe. Und dann gibt es auch einen Teil der Studierenden, die rückgemeldet haben in diesen Befragungen, wo eher sozusagen die Behinderung auf psychischer Ebene war, mit sozialen Ängsten und so weiter verbunden, wie sozusagen, wo die Teilnahme in digitalen Lehrveranstaltungen doch deutlich leichter ist als vielleicht einen übervollen Hörsaal, wie in manchen Lehrsituationen so ist. Dann auf der nächsten Folie nochmal ein paar andere Vorteile, die genannt wurden. Das, was vorhin schon mal angedeutet wurde, neben dem sehr räumlichen, zeitlichen Flexibilität haben auch viele Studierende gesagt, dass ein erleichterter Zugang jetzt in der Corona-Zeit zu Lernmaterialien gegeben waren. So ein klassisches Beispiel ist Mathematikvorlesung. Normalerweise in der klassischen Lehre schreibt der Professor sechs Tafeln halt voll. In der digitalen Umsetzung werden dann elektronische Tafelboards genutzt, die dann entweder ohnehin zur Verfügung gestellt werden können oder von Studierenden zum Beispiel mit, die das nochmal vor- oder nacharbeiten wollten, mit Screenshots festgehalten werden konnten, dass da sozusagen erleichterter Zugang zu den Lernmaterialien rückgemeldet wurde. Insgesamt die Studienorganisation wurde als leichter beschrieben in der digitalen Lehre. Und manche Studierende haben auch rückgemeldet, dass sozusagen mit digitalen Tools organisierte Situationen für sie barrierefreier waren als eine klassische Seminarsituation. Hier zum Beispiel waren das Beispiel dafür sind Studierende mit Hörbeeinträchtigungen, die sagen, eine Diskussion im Seminar irgendwie über so eine Videokonferenz zu mit Zoom ist für sie viel besser, daran zu partizipieren, weil es viel weniger Nebengeräusche gibt, die Leute klar zu erkennen sind, dass das gewisse Vorteile hätte. Genau, aufgezeichnete Inhalte hatten wir gerade schon. Nochmal erleichtern die Vor- und Nachbearbeitung nochmal, ist auch relativ naheliegend. Genau, und ich glaube, die unteren Themen hatten wir schon vorher. Die asynchrone Formate, Videokonferenzen, brauche ich nicht nochmal weiter ausführen. Gehen wir auf die nächste Folie. Das waren sozusagen die positiven Sachen. Natürlich wurden auch sozusagen negative Seiten digitaler Lehre genannt. Es wurden doch schon verschiedenste Barrieren erlebt, auch von Studierenden mit Behinderungen.
Oft ist es eher, wenn es jetzt sozusagen gar nicht so sehr die Barrierefreiheit oder Barrieren, sondern eher die Usability, dass Lernplattformen, digitale Tools und so vielleicht sogar theoretisch gut nutzbar, also eigentlich nutzbar werden mit einem Screenreader, mit Tastaturbedienung und so weiter, aber dass sie so umständlich und komplex zu nutzen sind, dass sie eigentlich von Studierenden kaum nutzbar sind. Nochmal deutlicher hat sich das gezeigt neben der allgemeinen Lehre in Prüfungssituationen bei digitalen Prüfungen, wo es zum Beispiel mit einem Screenreader die Studierenden sagen, ja, ich kann diese ganzen Fragen und Antworten lesen, aber um mich da durchzuarbeiten, zu gucken, wo muss ich das Kästchen markieren, ist es an der richtigen Stelle, was stand oben nochmal, wie viele Antworten soll ich machen und so weiter. Sie können sich das vorstellen, mit einem Screenreader so komplex zu erfassen ist, dass es vielleicht technisch möglich ist, aber eigentlich, wenn man die Perspektive Usability darauf legt, wenig Sinn macht. Und Lernmaterialien, vorhin war dieses Thema, ja, das bietet Chancen, sagen digitale Lernmaterialien, aber es hat natürlich auch Hindernisse, wenn die Lernmaterialien nicht barrierefrei sind, weil sie nicht als Text verfügbar sind, weil sie schlechte Farbkontraste haben, was auch immer, dann ist das natürlich auch kann das auch eine Barriere darstellen. Genau, wir haben diese ganzen Befragungen haben sich tatsächlich vor allen Dingen mit ganz klassischer Lehre oft beschäftigt, also quasi so Vorlesungen, inputlastige. Es gibt aber ganz wenige Befragungen, die sich mit Kollaboration beschäftigen, obwohl das ja ein ganz, ganz wichtiger Teil des Studiums ist, ohne dass es eigentlich kaum möglich ist, das Studium durchzuführen. Deshalb haben wir in diesem Forschungsprojekt K4D, das heißt K steht für Kollaboration, uns tatsächlich auch mal mit dem kollaborativen Lernen und Bedingungen von Gruppenarbeit und sowas beschäftigt. Da könnte ich jetzt einen eigenen Vortrag draus machen, deshalb, da haben wir aber nur zwei Bereiche, wo wir kurz Ergebnisse zusammenfassen. Das eine ist, es lenkt den Blick, das, was die Pandemie-Diskussion ja auch gut gemacht hat, den Blick auf die Barrieren in der Präsenz. Also da gibt es tatsächlich bei den Bedingungen der Gruppenarbeit, die sind oft nicht adäquat. Also die äußeren Bedingungen, das ist zum Beispiel schlechte Akustik, wenn alle in einem Raum sitzen und dann die Gruppen alle sozusagen vor sich hin murmeln, ist es sehr schwer, vor allen Dingen, aber nicht nur für Studierende mit Hörbeeinträchtigung, dem auch zu folgen. Es gibt oft eine mangelnde Kommunikationskultur, also die Bereitschaft von Studierenden, von anderen Studierenden, sich auch auf Bedarfe einzulassen, deutlich zu sprechen, Leute anzugucken, sich nicht zu unterbrechen, mal was zu wiederholen und so. Und ungefähr das ist zum Teil begrenzt, also haben die zum Teil einfach sch wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Es gibt ja, unterschiedliche Zeitbedarfe, was weiß ich, wenn man mit Materialien quasi in den Arbeitsgruppen gibt, auf die nicht immer genug Rücksicht genommen wird, beziehungsweise es gibt auch äußeren Zeitdruck in der Frage, und digitale Anwendungen und eingesetzte Materialien sind sowohl Potenzial als auch, aber auch Barrieren sein. Das würde ich jetzt in der nächsten Folie dann mal sagen. Also zum einen ist es natürlich, dass wenn Sie in Gruppen arbeiten, was weiß ich, Google Docs oder etwas anderes einsetzen, auf das alle Zugriff haben, lässt das zum Teil, also auch unterschiedliche Arbeitstechniken zu. Leute, die nicht sehen können, können das eben mit dem Screenreader oder mit ihrer Vergrößerungssoftware quasi ansehen. Leute, die vielleicht nicht alles mitkriegen, ist das für die ist natürlich auch, sind solche Sachen natürlich auch sehr hilfreich, weil sie dadurch tatsächlich etwas also schriftlich mitkriegen, und es unterstützt auch auf unterschiedliche Formen, unterschiedliche Kommunikationsbedarfe, was Carsten ja gerade mit Zoom auch erklärt hat. Allerdings haben sozusagen, können die Stärke dieser, zum Beispiel von Zoom, kann natürlich auch ein Problem werden. Also man kann eben ja den Chat einsetzen und sowohl was quasi in der Sitzung diskutieren, und das, diese Gleichzeitigkeit kann natürlich auch viele Aktionen, kann eben auch eine große Herausforderung oder eben auch eine Barriere sein. Und auch das Material, was Lehrende spontan reingeben, muss zugänglich sein. Man muss am besten vorher das Material haben, um da irgendwie auch schnell darauf reagieren zu können. Und die Art der Ergebnissicherung ist natürlich auch wichtig. Also ist es ein Einzeldokument, wo eine Person mitschreibt und die anderen das nicht mitkriegen, also die anderen vielleicht das sehen können, aber die Leute, die nicht sehen können, das nicht mitkriegen.
Oder ist es eben ein geteiltes Dokument? Findet es auf einem geteilten Bildschirm statt oder eben auf einem Dokument, auf das alle, dem alle auch so parallel Zugriff haben? Also es kommt auf die Art und Weise des Einsatzes ein. Das ist aber nur eine ganz knappe Zusammenfassung der Ergebnisse. Das leitet über zu dem Thema, also nachdem wir jetzt ein paar Forschungsergebnisse gemacht haben, also was, wie wir quasi eben das so konzeptionell mit diesem Lösungsraum für Teilhabe an Bildung zusammengestellt haben. Also es gibt sozusagen vier Konzepte, die so einen Lösungsraum darstellen. Universal Design und Barrierefreiheit ist eher sozusagen über individuell und vielleicht auch strukturell in der Hochschule zu sehen und eben genau unabhängig von den individuellen Situationen. Und dann gibt es noch die beiden Konzepte, Konzeptionsstrategien der Personen, um die es geht, und angemessene Vorkehrungen, die eben an den individuellen Personen sozusagen ansetzen. Universal Design ist wahrscheinlich ein Begriff, den Sie alle kennen. Das bezeichnet halt Geräte, Plattformen, Räume, Tools und sowas, dass sie eben nicht für einen Durchschnittsnutzer gestaltet sind, sondern eben für eine möglichst breite Nutzungsweise auch. Also ne, sich öffnende, automatisch öffnende Türen, eine Rampe neben der Treppe sind klassische Beispiele aus der Architektur. Und Digitalität bietet natürlich grundsätzlich ein ganz gutes Potenzial für Universal Design, sind es aber eben nicht automatisch. Ein Beispiel, was wir ganz gut finden im Universal Design, ist ein Player, ein Videoplayer, der von der University of Washington entwickelt worden ist und der gleich sehr viele Funktionen mitentwickelt hat, die eben für unterschiedliche Nutzungsweisen sehr hilfreich sind. Man kann Untertitel zuschalten, das kann man mittlerweile auch bei den allermeisten Titeln und Playern. Man kann eine zweite Tonspur mit Audiodeskription zuschalten, also mit der Beschreibung der Bildebene. Das heißt, blinde Nutzer können den gleichen Film zur gleichen Zeit gucken und müssen nicht auf irgendeinen anderen Film zugreifen. Man kann die Untertitel anpassen, je nachdem, wie man sie gut lesen kann und gestalten. Man kann die Geschwindigkeit der Sprache einstellen, also etwas langsamer, etwas lauter, Quatsch, etwas schneller. Man kann ein Transkript mitlaufen lassen und das auch durchsuchen. Ne? Das ist ja auch für die glaube ich, auch fürs Lernen sehr, sehr sinnvoll. Man kann Untertiteldateien durchsuchen, er ist natürlich tastaturbedienbar. Also das ist ein Beispiel für Universal Design, eben wirklich unterschiedlichste Nutzungsweisen mitzudenken. Und ich glaube, die Beispiele zeigen auch, dass sie eben wirklich nicht nur für Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, sozusagen hilfreich sind, sondern für alle hilfreiche Beispiele bringen. Universal Design for Learning ist das, die Übertragung dieses Prinzips auf die Didaktik, auf den Leitgedanken auf Bildung. Also UDL bedeutet es eben, dass Lernprozesse so zu gestalten, dass alle Studierenden Informationen entnehmen können, Lernergebnisse auch verarbeiten und darstellen können, also auch selber sozusagen etwas darstellen können und eben engagiert und motiviert lernen können. Und das eben in der Form, wie Sie es eben tatsächlich gut auch machen können. Also auch da ein vielfältiges Herangehen. Und Barrierefreiheit ist in dem Sinne eben sozusagen ein klares Set von Regeln, wie die gestaltete Umwelt eben für alle so darzustellen, dass alles sozusagen für alle auffindbar, zugänglich und nutzbar ist, also Rollstuhl zugänglich oder aber digital mit der Tastatur oder bedienbar mit Screenreader lesbar und ähnliches. Und da gibt es eben ein wirklich klares Set an Regeln und wie man Webseiten, Lernmaterialien und sowas gestalten und ausgestatten muss. Genau. Jetzt kommen wir zur individuellen Ebene, Carsten. Genau. Da hatten wir sozusagen unten links dieses Feld nochmal Kompensationsstrategien. Das zieht so ein bisschen, schließt dann an die Barrierefreiheit, weil mit Barrierefreiheit ist sozusagen die
die Nutzbarkeit, zum Beispiel digitale Anwendung, sichergestellt, und die Kompensationsstrategien von Menschen mit Behinderung ist zum Beispiel, dass Menschen mit Behinderung Screenreader, Sprachsteuerung und so weiter einsetzen. Also dass Menschen mit Behinderung zum Beispiel assistive Technologien, Hilfsmittel einsetzen können. Und sagen, Kompensationsstrategie würde auch heißen, ja, sie haben nicht nur diese Technik zur Verfügung, sondern verfügen über auch die Medienkompetenzen, die Fähigkeiten, das einzusetzen. Wir finden es aber so ein bisschen schwierig, das alleine auf Technologie zu beschränken, weil auch aus unserer Erfahrung in der Arbeit mit Studierenden sollten Kompensationsstrategien hier etwas weitergedacht werden, nämlich auch sowas zu sagen, ja, hier kann man theoretisch vielleicht mit einer assistiven Lösung, mit einem Tool irgendwie Sachen erledigen. Aber es wäre auch wichtig, dass die vielleicht sowas wie Studienassistenz kennenlernen und zu sagen, ja, hier kann ich aber effektiver, besser mit menschlicher Assistenz arbeiten oder noch weiter gedachten Unterstützungsdienstleistungen annehmen. Also das sind, sagen, die Kompetenzen, die Hilfsmittel, über die die Studierenden verfügen müssten, dass sie eben jetzt in unserem Fall Lernumgebungen im barrierefreien, die barrierefrei gestaltet sind oder auch im Universal Design vorhanden sind, auch tatsächlich nutzen können. Und dann kommen wir zu dem Feld, was sich hier unten rechts darstellt, nochmal angemessene Vorkehrung. Das ist, wie vorhin schon angedeutet, eigentlich ein Begriff, der in der UN-Behindertenrechtskonvention sozusagen schon genannt ist, der eigentlich sagt, uns gelingt es immer in der Tatsache nicht, an fast keiner Stelle eine hundertprozentige Barrierefreiheit zu gewährleisten. Dann können wir aber als Hochschule oder als auch sonstige Einrichtung nicht sagen, ja, es ist halt leider Pech gehabt, lieber Studieren, da kannst du nicht mitmachen, sondern dann sind wir auch rechtlich gesehen in der Pflicht zu sagen, ja, wenn du jetzt, weiß ich nicht, dieses Video nicht bearbeiten kannst in der Prüfungsaufgabe, dann müssen wir dir vielleicht eine andere Möglichkeit zur Verfügung stellen, die jetzt im Einzelfall passend ist, um einen Inhalt zu lernen oder eine Prüfung zu bewältigen. In der Hochschule ist hier häufig der Terminus, wie wir das umsetzen, auch im Gesetz und auch in der Praxis, dann das Thema Nachteilsausgleich, dass man dann einzelnen Studierenden sozusagen in Absprache, wenn es jetzt nicht um Prüfungsleistungen sind oder auch jetzt in Absprache mit dem Prüfungsausschuss in diesem formalen Verfahren, Möglichkeiten der Teilnahme an Prüfungen, an Lehrveranstaltungen sozusagen gewährt, wenn das nicht barrierefrei oder nutzbar ist. Aus eben, weil sozusagen das wären hier die angemessenen Vorkehrungen. Nochmal in der Gesamtschau hier dieses und all diese sozusagen vier Bereiche, glaube ich, sollte man immer im Blick behalten, wenn man irgendwie die Zielsetzung hat, sozusagen Teilhabe an Hochschulbildung zu ermöglichen. Und ich glaube, sozusagen, als Sie als einzelne Lehrende oder als Hochschule insgesamt, glaube ich, ist es aus unserer Sicht immer sinnvoll, all diese vier Konzepte in der Gesamtschau im Blick zu haben, weil jedes Einzelne ist wichtig und sozusagen den gesamten Mehrwert hat man, glaube ich, sozusagen, wenn man alles vier ein Stück weit, je nach Situation, mehr oder weniger natürlich in den Fokus nimmt. Genau, und wenn man digitale Anwendungen in dem Lösungsraum anguckt, dann gibt es im Prinzip sozusagen ja meiner Ansicht nach drei Ebenen zu gucken. Also erstmal guckt man, inwieweit digitale Anwendungen tatsächlich dem Universal Design und der Barrierefreiheit entsprechen. Da gibt es schon viele ganz gute Beispiele, aber es gibt auch ganz Dinge, die, glaube ich, da total durchfallen würden, wenn sie an Whiteboards wie Miro, Mural oder ähnliches denken. Das ist so kompliziert, dass wir tatsächlich denken, da würden wir den meisten Lernszenarien von abraten und eben eher auf einfache Schreibtools oder sowas zu setzen, auch wenn sie nicht so schön sind und nicht so viele Funktionen auf einmal locken. Oder es gibt manchmal gibt es tatsächlich auch Auswahl. Also bei digitalen Pinnwänden gibt es Dinge. Padlet ist zum Beispiel barrierefreier als Taskcard oder ähnliches. Also sich damit als erstes zu beschäftigen, wie barrierefrei und nach dem Universal Design sind denn eigentlich die Anwendungen. Der zweite Bereich ist, dass man natürlich Barrieren auch als Lehrende quasi vermeiden oder im schlechteren Fall einbauen kann, wenn man mit bestimmten Tools arbeitet. Also wenn man zum Beispiel mit einem H5P-Element sind, das füllen sie ja erst quasi mit Inhalten. Auch da muss man eben gewisse Regeln von Barrierefreiheit kennen, um eben tatsächlich keine eigenen Barrieren so einzubauen. Oder bei Audio Suspense System muss man eben wissen, einzelne Fragetypen funktionieren halt nicht gut für alle. Sozusagen. Manche sind eben sehr visuell orientiert und ähnliches. Und der dritte Punkt
ist dabei, dass man auch, dass auch die Studierenden da eine Verantwortung haben, weil sie natürlich auch die Bedienung mit assistiven Technologien auch lernen müssen, sozusagen. Also die Bedienung von digitalen Anwendungen mit assistiven Technologien. Das Beispiel, es gibt Google Docs, ist jetzt ein Beispiel, ist ein kollaboratives Schreibtool, aber auch andere, die haben sehr viele Tastaturkürzel, die wirklich gute Funktionen für barrierefreies, kollaboratives Arbeiten sind, aber das müssen liegt dann natürlich auch in der Verantwortung der Studierenden, sich da auch ein bisschen quasi reinzufuchsen. Das sind dann nur ganz kurze Stichworte. Wir haben im Kompetenzzentrum digitale Anwendung mit Studierenden mit unterschiedlichen assistiven Technologien getestet und haben, den Link stelle ich gleich nochmal in den Chat, haben da tatsächlich genau diese Tipps gegeben. Also Hinweise, welche Tools sind vielleicht besser als andere, aber auch Hinweise für Lehrende, was muss man bei der Benutzung dieser Tools beachten und Hinweise für Studierende mit Behinderung, was für Tricks braucht man vielleicht, wenn man sie mit assistiven Technologien bedient. Das war auch dann die Überleitung zu unserem Fazit. Ist vielleicht jetzt, haben auch schon ein bisschen lang gesprochen, aber auch sozusagen sehr viel, was wir Ihnen mitgegeben haben. Und jetzt vielleicht auch manchmal so ein bisschen der Eindruck, ja, ist alles jetzt sehr viel, das kann ich gar nicht schaffen in der, also nicht Rolle, wie Sie jetzt hier sind als Lehrende, als Studierende. Und deswegen haben wir jetzt die letzten drei Folien nochmal probiert, irgendwie jetzt gar nicht so sehr so Hands-on-Tipps zu geben, sondern eher ist uns nochmal wichtig zu verdeutlichen hinsichtlich einer barrierefreien, inklusiven Lehre, wer hat denn welche Verantwortung? Und hier ist sozusagen die erste Ebene, ist ein bisschen unspezifisch, aber hier die Hochschule im Sinne von, ja, es gibt sozusagen ja, die Hochschule stellt Infrastruktur zur Verfügung. Jetzt im analogen Lehre werden das die Gebäude, die dann hoffentlich barrierefrei sind, mit Aufzügen, mit, weiß nicht, barrierefreien Plätzen in den Hörsälen. Und an vielen Stellen sozusagen wird ihnen ja auch die digitale Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Und da wäre es schon ein Stück weit Aufgabe der Hochschule, hier sich damit zu beschäftigen, möglichst barrierefreie digitale Infrastruktur, Lernmedien und so weiter zur Verfügung zu stellen. Das gelingt halt nicht immer, wie Anne das gerade beschrieben hat, weil in manchen Bereichen ist sozusagen, gibt es auch einfach für bestimmte Anwendungen noch gar nicht hundertprozentig barrierefreie Tools. Ein Stück weit sehen wir auch die Hochschule in der Verantwortung, dass sie die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, in dem Fall die Lehrenden, für digitale oder für digitale Barrierefreiheit sensibilisieren sollte oder auch Qualifizierungsangebote ein Stück weit zur Verfügung stellen sollten, wo man dann wirklich tatsächlich lernt, wie man einzelne Sachen umsetzt, wie man das macht. Genau, das wäre das Thema. Und vorhin haben wir ja gesagt, wir sind als Hochschule auch im Zweifelsfall in der Pflicht, angemessene Vorkehrungen zu gewährleisten. Auch da sozusagen Organisationsstrukturen bereitzuhalten, ja, wenn die einzelnen Lehrenden dabei unterstützen, sagen, wenn jemand einen Nachteilsausgleich in der Prüfung haben will oder so, sie als Einzelne dabei zu unterstützen, zu beraten, wie genau kann der aussehen und wie kann man das realisieren. Dann gehen wir auf die nächste Folie, was Anne gerade schon angedeutet hatte bei den Tools. Sehen wir auch dass hinsichtlich einer teilhabbaren Bildung auch die Studierenden so ein paar Themen haben, sozusagen, wo sie in der Verantwortung sind. Das eine war vorhin schon deutlich, Medienkompetenz und Arbeitstechniken. Also wenn ich assistive Tools, Hilfsmittel benutze, würden wir denken, müssen Studierenden auch ein Stück weit in der Lage sein, die sicher und auch im Kontext auf hochschulische Anforderungen zu beherrschen. Und auch letztendlich ist oft die rechtliche Situation heute noch so, dass bestimmte Hilfsmittel, die Studierenden, das ein individuelles Recht ist gegenüber Kostenträgern. Also müssten sie sich auch darum kümmern, sozusagen bestimmte Hilfsmittel zu beantragen und zu beschaffen. Da können oder sollte die Hochschule bei unterstützen, aber machen müssen es dann in vielen Fällen die Studierenden tatsächlich selber. Und eben das vorhin genannte angemessene Vorkehrungen können Sie natürlich nur realisieren, sei es im Großen oder im Kleinen, wenn Sie von diesen Bedarfen wissen. Deswegen haben die Studierenden auch ein Stück weit die Verantwortung, wenn die Lernbedingungen nicht passen, warum auch immer, das gegenüber den Lehrenden zu signalisieren, in einer angemessenen Form und auch zu kommunizieren, wo was nicht passt und vielleicht auch ein Stück weit an der Lösung irgendwie mitzuwirken im Sinne, dass man Hinweise gibt, was könnte wie verändert werden. Und dann noch die letzte Gruppe, die Lehrenden.
So ein bisschen haben wir heute probiert, irgendwie zu sagen, ja, gute Lehre ist ja dann hoffentlich das Ziel von allen hier und gute Lehre, ein Kriterium guter Lehre haben wir probiert heute deutlich zu machen, ist auch barrierefreie Lehre, weil sozusagen das allen hilft und insbesondere Teilnahmevoraussetzung ist für Studierende mit Behinderung und da man Bewusstsein zu haben, auch bestimmte Konzepte wie Barrierefreiheit, Universal Design zumindest zu erkennen, ein Stück weit umzusetzen und sagen, das wäre unser Erachtens auf der Ebene der Lehrenden die Konsequenz oder die Verantwortung. Und sozusagen das Pendant zu den angemessenen Vorkehrungen auch sozusagen deutlich Bewusstsein dafür zu haben, ich bin für alle Studierende zuständig und wenn bestimmte Bedingungen meiner Lehre nicht passen, dann sozusagen da mitzuwirken, darauf hinzuwirken, solche angemessenen Vorkehrungen, individuelle Anpassungen zu reagieren, auf Bedarfe einzugehen. Ne, und unter Umständen mit Unterstützung der Hochschule. Das wären sozusagen nochmal die Zusammenfassung, wer wo ansetzen könnte. Und jetzt, glaube ich, war es das. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und dann im zweiten Teil gibt es vielleicht dann von Sebastian Frasser noch mehr konkrete Hinweise, welche Unterstützung, welche Rahmenbedingungen Sie hier an der Universität in Bochum haben.